Und damit ein herzliches Willkommen zur 8. Folge The Orange One, der Podcast zur Europameisterschaft 2021. Wir sind angekommen im Achtelfinale und an meiner Seite heute nicht der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert, sondern herzlich willkommen Orangeleit. Das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, wäre ich dieser Mann. Also das wäre schon ein bisschen peinlich. Gut, Kick in die Runde von Orangeleit. Ab geht's in Runde 8. Genau, wir sind endlich angekommen in der K.O.-Runde, wo jedes Spiel das letzte sein kann und wo jedes Spiel auch gleichzeitig mit der Bedeutung ist, geht es eine Runde weiter oder geht es eben nach Hause. Bevor wir zu den Spielen kommen, eine Anekdote, die Tour de France hat jetzt auch wieder begonnen an diesem Wochenende. Wie verfolgst du die Tour de France, verfolgst du sie überhaupt und hast du auf dem Schirm, was bei der Tour de France aktuell los ist? Also, ich habe letztes Jahr ein bisschen geguckt, dieses Jahr jetzt auch nicht, läuft schon nicht so lange. Außerdem sind keine Deutschen so wirklich relevant, also macht es das dadurch auch ein bisschen irrelevanter. Aber ich würde gerne an dieser Stelle meine Oma und Opa grüßen. Die das gerne gucken? Ja, nee, also weiß ich nicht, aber die werte Dame mit dem Schild hat ja auch ihre Oma und Opa gegrüßt, also demnach. Ja, das stimmt, das stimmt. Da gab es ja auf der ersten Etappe zwei verheerende Stürze. Einen auf jeden Fall vermeidbaren Sturz durch eben dieses Schild, was da von der Zuschauerin in die Menge gehalten wurde. Das war schon sehr, sehr, also das ist schon Dreistigkeit gewesen. An der Stelle, oh, Unfall! Da ist ein Frontflügel geflogen! Ja, das war schon heftig. Nee, und das auf jeden Fall zu dem Thema. Also Radfahren, sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Auf ARD jeden Tag jetzt wieder Tour de France oder zumindest wenn Etappen sind. Ein anderer Punkt, den ich noch, bevor wir gleich in die Spiele reingehen wollen, thematisieren möchte, ist, dass jetzt ja unsere Saison in der YTC abgeschlossen wurde mit dem gestrigen Rennen in Brasilien. Das heißt, wir haben jetzt auch F1 2020 hinter uns gelassen und starten in, also nicht in zwei Wochen mit der neuen Saison, aber in zwei Wochen kommt das neue Formel-1-Spiel raus. Und worauf freust du dich denn am meisten beim neuen F1-Spiel? Auf die neue YTC-Saison natürlich. Ja, das ist natürlich also Weltklasse. Da werden ja alle Informationen auf den entsprechenden Kanälen zu euch kommen. Aber jetzt mal von den Features her, so was ist so das, was du so am meisten enjoyst bisher? Ich habe mir sagen lassen, Heinz Sievers kommt was von Features, weil er sich nicht spoilern lassen will. Nee, genau, aber du kannst mir jetzt ja eins sagen, wo du. Du kannst mir jetzt ja eins nennen, wo du sagen würdest, das hat dich bisher am meisten gehypt. Ich meine, ich habe wahrscheinlich keine Ahnung, was du dann sagst, aber dann habe ich ja vielleicht ein Feature, was mich auch am meisten hypt. Ja, nee, das ist ja halt natürlich dieses Koop-Karriere-Ding, das ist natürlich cool, da freue ich mich drauf. Ich muss nur gucken, wem ich das mache, da muss ich jemanden finden. Und, ja, Heinz, ich weiß ja sonst nichts. Aber ich weiß nicht, dass ich, also, ich weiß nicht, was ich vom neuen Schadensmodell halte. Ja, da habe ich ja keine Ahnung, wie das abläuft, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe Angst, dass die YTC-Rennen dadurch deutlich schlimmer werden. Das habe ich noch nie gesehen, muss ich mir an, also werde ich dann halt beim Release sehen. Das ist so lustig. Also, um es mal kurz so zu sagen. Wenn dir einer hinten rauf fährt, kann sein, dass ein ganzes Rennen kacke läuft. Ja, ja, also, ja, okay. Aber beim Start fährt er da hinten rauf und dann ist sein Heck kaputt und dann war's das eigentlich. Aber ich dachte, du machst das halt mit Leo. Ich dachte, das ist schon Deal dann, dass ihr die Koop-Karriere da zusammenspielt. Ich habe noch keinen Deal dann gemacht. Der hat ja wahrscheinlich keine Zeit. Dann machen wir das jetzt im Podcast hier, dann machen Moin, wir jetzt einen Done-Deal. Dann machen wir das jetzt nämlich aus, dann weiß ich ja, was wir am Dienstag um 0 Uhr machen in zwei Wochen. Nämlich Koop-Karriere fahren. Ja, tatsächlich. Weil da sind hier eh auch Ferien. So, und da ist meine Mutter noch im Urlaub. Das juckt hier eh dann keinen, was ich da mache. Von daher. Ich schlafe hier auf der Zugfahrt. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Also, Deal dann. Das wollte ich damit erreichen. Siehst du, mal hat das Intro doch schon deine Wirkung entfaltet. Ja, aber es heißt nicht, dass man es nur mit einem machen kann. Man kann mehrere. Nee, eben. Das ist ja so, wenn ich mit meinem Bruder zum Beispiel auch Bock drauf hätte, würde ich es mit ihm wahrscheinlich auch machen. Aber das ist ja erstmal das. Wenn man das am Anfang wirklich ein bisschen exzessiver spielt, muss man ja auch einfach ein bisschen Zeit mitbringen. Und das hat Leo wahrscheinlich wirklich am Anfang nicht so sehr. Deswegen so ein bisschen. Mit dem kann man das dann mal über eine längere Zeitraum wahrscheinlich eher machen. Aber auf jeden Fall. Das war jetzt total off-topic natürlich, das sollte nicht heute das Thema ja sein bei dem Podcast. Deswegen, erst Achtelfinale, it's your turn, Ausschlag. It's my turn, ich dachte, das ist dein Turn. Nö. Bitte, du wolltest dich wieder erzählen. Ja gut, dann mache ich das. Wir haben ein Spiel in Amsterdam gesehen, Samstag um 18 Uhr. Wales gegen Dänemark, das Endergebnis 0-4 für die Dänen. Die Treffer erzielten in der 27. Minute Stolberg nach Vorlage von Damsgaard. In der 48. Minute erhöhte Stolberg nach Vorlage von Breivik, obwohl stand da so, aber
ob man die ihm geben kann, sei mal dahingestellt. Und Deckel drauf machen die denen dann der 88. durch das 13 von Mähle nach Vorlage vor Jensen. Und dann schießen die denen noch ein Tor in der 94. was völlig irrelevant war. Breifeld belohnt sich selbst. Und eine Vorlage von Cornelius, der auch ein gutes Spiel machte. Okay. Kann man zum Spiel sagen? Ich habe mir zum Spiel Folgendes notiert. Erstmal, dass Dänemark das Spiel mehr oder weniger dominiert hat und Wales nicht annähernd richtig deren Spiel entfalten lassen hat. Ja, stimmt. Außer den ersten 10 Minuten, da durften die Waliser ein bisschen mitspielen. Danach war Ende im Gelände, nachdem Bale seinen Schuss da mit links völlig versäbelt hat da. Ja. War danach wirklich eine gute Beschreibung. Nee, aber so, also so ist so das Allgemeine, was ich mir dazu erst notiert habe. Dann muss man für mich ganz klar auch festhalten, dass die Waliser natürlich auch kräftig mitgeholfen haben, gerade beim 2-0. Das war ja schon. Das war eine traumhafte Vorlage. Das war mal wieder was. Du hast ja auch mit der Vorlage gesagt, ob man das zurechnen kann. Das war natürlich sehr, sehr wild verteidigt. Da fällt ein Ball, der nicht wirklich gut reingeschlagen war, fällt dann irgendwie wieder vor die Füße von Dolbeck. Der, wenn der halt da steht und den Ball 3 Meter vorm Tor kriegt, dann muss er den halt auch reinmachen. Jetzt wahrscheinlich du auch reingeschrubbt da in die Kiste. So ein bisschen so ein Ding war das. Nee, aber ich glaube, das sollte man vielleicht dazu nochmal sagen. Was wir jetzt noch nicht vergessen dürfen, ist natürlich auch die rote Karte, die Wales noch kriegt dann gegen Spielende. Ich glaube, wie heißt er? Harry Wilson oder so, ne? Ja, richtig, der von Bournemouth, glaube ich. Der sammelt sich dann eine glattrote Karte. Und, also. Erzähl mir deine Gedanken über die rote Karte. Daniel Siebert. Masterclass? What the fuck, in welcher Welt ist das eine rote Karte? Ja, also. Jetzt mal ernsthaft. Der trifft ihn ja kaum. Tja, also. Ich hab mir einen Kopf gefasst, als ich das gesehen hab. Ja. Also, der vereitelt halt, glaube ich, einen Konter oder so. Also, gelbe Karte, klar. Aber ich hätte. Digga, welcher Schiedsrichter kriegt rot? Daniel Siebert hat das Spiel nicht unter Kontrolle gehabt. Der ist ein schlechter Schiedsrichter und das hast du da gesehen. Mich hätte sich mal gewundert, hätte der Video-Voice eingegriffen, weil es war eine klare Fehlentscheidung. Wahrscheinlich also, ist da. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich auch. Der wird ja auch für Spiele gesperrt jetzt. Ich weiß noch nicht, für welche Spiele der immer für alle. WM-Qualifikation. Ja. Digga, völlig überzogen. Das hat mir aggressiv gemacht, als ich es gesehen habe. Wieso pfeift dieser Typ überhaupt bei der EM? Weißt du, es war vor allem auch überflüssig. Zu dem Zeitpunkt, wo es glaube ich, stand 3-0 für Dänemark. Stand 3-0 für Dänemark, meine ich. Das Spiel war gelaufen, wir befinden uns an 19 Minuten. Klar war das nicht nett und natürlich ist es ein Foul und klar muss man da auch eine gelbe Karte geben. Aber einen Spieler, der in der 60. Minute eingewechselt wurde, ne? Und der wirklich jetzt in der Szene klar ein Foul begeht, klar keine Chance im Ball hat, aber der jetzt nicht grob, brutal oder unfair oder so irgendwie ein Frustfoul begeht oder so oder eine Verletzung in Kauf nimmt, da finde ich eine rote Karte nicht angebracht. Und deswegen bin ich auch bei dir, die Entscheidung ist definitiv überzogen und nicht das richtige Maß gewesen in dem Moment. Nee, niemals. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ich den Dänen, also spätestens seit dem Spiel gegen Russland, muss man denen eine ganze Menge zutrauen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, auch diese Euphorie, die jetzt bei denen in der Heimat aufkommt, man das ja teilweise in die Bilder aus Kopenhagen, das ist schon, das könnte jetzt doch noch ein richtig, richtig geniales Turnier für Dänemark werden. Ja, wenn man jetzt mal auf Viertelfinale guckt. Ja, da habe ich mir auch notiert, der Punkt, weil wir kommen ja gleich zum Viertelfinalgegner. Spoiler, das ist jetzt nicht die Big Nation, wie man sie erwartet hätte im Viertelfinale. Also. Ja, nee, nicht die erwartete, richtig, das beschreibt es eigentlich gut. Von daher. Ich musste übrigens noch einmal ganz kurz anmerken: Daniel Siebert hat von Kicker für das Spiel die Note 3 bekommen. Also. Das ist sehr nett. Ich glaube, da muss ich ja mal eine E-Mail hinschreiben und mal nachfragen, wie die denn dazu kommen. Ja, weil. Haben die was zur roten Karte geschrieben? Warte, ich kann nachgucken. Ich habe es aber gerade. Ich meine, ja, die hätten was dazu geschrieben. Und zwar steht hier. Und sehr hartem, wenngleich laut Regel vertretbarem Rot gegen Wilson. Ja, gut, aber ob Regeln immer so sinnvoll sind, ne? Ja, also ob man jetzt mal den Leuten Typen so.
So doof Divebomben durch Flügelschaden, da muss man nicht bestrafen. Ja. Nein, darum geht es ja nicht, aber es ist natürlich schon. Ich finde, man muss über die Umstände. Wenn es 1-0 oder 1-1 oder so, dann, okay, ist vielleicht was anderes, dann ist es eine andere Spielsituation. Aber ey, 3-0, das Spiel ist entschieden, so, es gibt nichts mehr, die sind eh raus und. Naja, ich weiß ja nicht. Also, was ich hier noch zu erwähnen habe, ist ein paar gute Einzelaktionen der Dänen. Das ist einmal das Dribbling vom Damsgaard vor dem 1 zu 0. Der macht auf jeden Fall auf sich aufmerksam in den letzten zwei Spielen schon. Ja, absolut, auf jeden Fall. Dann das zweite war natürlich ein Kacktor. Das 3-0 war ein sehr schönes Solo von Mähle. Ich finde, da merkst du auch dieses Atalanta-Gehen, das merkst du bei Großens auch. Das sind ja gar keine Außenverteidiger mehr richtig. Das Ne. sind eigentlich Flügelspieler, das ist so krass. Und zum 4-0 noch, dass dieser Cornelius, der angewechselt wurde für Dolberg, glaube ich, dieser Stürmer, der spielt auch in der Serie A, Udinese oder so. Das ist der perfekte Spieler für den Spielstand von 2-0 gewesen. Die schlagen die Bälle vorne raus und da steht dieser Typ und der so einen kranken Körper, also einen Körper von Lukaku, ganz gewiss kein Schuss wie Lukaku und schwer den zu vergleichen, aber wie der sich manchmal zweimal, ich glaube gegen Ende, weil ich so krank gegen diese Walisen da, Walisen ist es richtig? Walisen Lisa. da, durchgesetzt mit seinem Körper, war wild. Der hat dann mal drei Stürme auf dem Weg liegen gelassen und beim 4-0 war halt eben maßgeblich auch noch daran beteiligt. Aber Man of the Match in dem Spiel schon Kasper Dolberg nach dem Doppelpack, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Würde ich schon Wäre so jetzt unterschreiben. nicht zu behaupten. Ja. Unterschreibe ich so. Und dann habe ich von meiner Seite auch keine Punkte mehr zu dem Spiel, weil es dann eben doch relativ einseitig wurde, weil eben Dänemark die Waliser gar nicht hat kommen lassen im Spiel. Und denen von Anfang an, außer in den ersten 10 Minuten, hatten wir ja gesagt, deren Spieler aufgebunden hat und gesagt hat, nee, wir machen auch das Ding hier und wir gehen ins Viertelfinale. Und das haben sie am Ende auch souverän getan. Die haben mal schlau auf Fünferkette umgestellt, da hatten die, weil die halt dann kein Gegenmittel mehr gegen. Ja, und dann mussten sie irgendwann noch ein bisschen was riskieren oder aufmachen und dann fallen halt am Ende noch zwei Tore nach der roten Karte noch das eine, dann gut, das ist dann auch mehr oder weniger folgerichtig fast. Ne? Ja, richtig. Von meiner Seite ist es das. Ich würde zum zweiten Ja, von Achtelfinale meiner auch. voranschreiten. Kein Widerspruch von deiner Seite, dann machen wir das doch. Und dann kommen wir zum ersten Spiel bei dieser Europameisterschaft, was über mehr als 90 Minuten ging. Gespielt haben Österreich und Italien. Das Spiel endet am Ende 2 zu 1 nach Verlängerung für die Italiener. Nach 90 Minuten stand es 0 zu 0. Heinz Tee hebt die Hand, hat 5 Punkte bei der Kicktipp-Runde mitgenommen. So ein Ding ist das nämlich. Und ja, ich habe nur 0 auf 90 Minuten getippt bei dem Spiel. Ich war der festen Überzeugung, dass das mindestens in die Verlängerung. Ich habe sogar mit einem Elfmeterschießen gerechnet. Aber dazu kam es ja nicht. Und zwar kam es dazu nicht, weil erst Chiesa und dann Pessina für Italien treffen. Sasa Kalajdzic kann dann noch das 1 zu 2 in der zweiten Hälfte der Verlängerung als Anschlusstreffer nachlegen. Aber die starke und kämpferische Leistung der Österreicher langt am Ende nicht, um einen der großen Turnierfavoriten hier rauszunehmen. Aber die Italiener haben gewankt und waren wirklich auch meines Erachtens nach, spätestens als es in die Verlängerung ging, habe ich gedacht, jetzt kann das auch zu 100% in beide Richtungen kippen. Und auch in der regulären Spielzeit gab es Phasen, wo die Österreicher das Spiel definitiv hätten entscheiden können. Und vielleicht hast du ja erstmal einen Punkt, über den wir sprechen sollten bei dem Spiel. Schwierig natürlich, bemerkenswert, dass die Österreicher sich da in die Verlängerung gerettet haben. Es ist ja sogar doppelt ärgerlich, weil sie ja eigentlich das Einzel gemacht haben, also gemacht hätten haben. Dieser Ist Nordhalb, wie der richtig. übrigens wieder jubelt, ist eine Angelegenheit für sich. Ja, absolut. Also, dass man den unsympathisch findet, da kann man, glaube ich, schwer was gegen sagen. Ja. Willst du jetzt aber bei 90 Minuten bleiben oder darf ich die Verlängerung mit reinnehmen? Nee, aber was man auch noch vielleicht in 90 Minuten mit einbeziehen muss, nicht nur das Tor wird ihnen da zurückgepfiffen, die hätten ja eigentlich auch noch den Elfmeter bekommen nach dem Freistoß, aber das kriegen sie auch nicht, weil es da auch abseits war. Also Ach, stimmt, Österreich das hat da war schon, Leiner, ne? ja, Österreich hat da schon zweimal ziemlich Pech gehabt, muss man sagen, in zwei Szenen, weil das eine ist ein Tor und das andere ist dann sehr wahrscheinlich ein Elfmeter, wenn sie es schon so akribisch prüfen. Na gut, aber wie sagte einst Toni Kroos, ne, Abseits ist halt Abseits, gehört halt auch dazu. Und ja, gut, dann muss man es auch so akzeptieren. Trotzdem sind wir ehrlich, in der zweiten Hälfte hatte man das Gefühl, war Österreich an dem Tor fast näher dran als dann halt Ja, Italien.
Das hat sich einfach. Wann ist das Spiel sogar köppt? Ich weiß nicht mehr, wann das so war, aber das Spiel lief ja fast nur in der italienischen Hälfte. Keine Ahnung, was die Italiener dann für Probleme hatten da. Erst Ja. nachdem der Ja, Spieler, also ich nachdem das Spiel glaube, gewechselt hat, also hat sich geändert. ich sage sofort was zu dem Thema. Was ich noch einmal, das sollten wir nicht vergessen, der Bachmann von Österreich haut dann eine absolut kranke Parade in der ersten Hälfte raus, wo er mit dem Fuß den Ball da abwehrt. Das Ja, der hat war allgemein gut gespielt, auch, für ne? mich so eine geniale Parade, weil das Ding war, diese Parade, die macht der instinktiv. Der Ball kommt gegen die Laufrichtung, der muss sich schnell entscheiden, was tut er, ne? Und wehrt den Ball mit dem Fuß ab. Das war richtig Welt. Also, wir sind ja keine Torhüter, wir können das ja nicht so richtig bewerten, aber ich fand, das war Weltklasse, sah Weltklasse aus. Und du sagst schon richtig, er hat allgemein gut gespielt. Aber ich glaube, der Punkt, an dem das Spiel gekippt ist, als die Italiener anfingen, sich über den Schiedsrichter aufzuregen. Und jetzt können wir darüber streiten, ob zu Recht oder zu Unrecht. Ich finde durchaus schon zu Recht in Ja, einigen kann Punkten. man rechtfertigt sagen, Aber in würde. dem Moment, wo sie anfingen, über die Entscheidungen des Schiedsrichters zu reklamieren und so und angefangen haben, sich darüber richtig zu ärgern, hast du richtig angemerkt, dass sie sich wirklich, die haben sich geärgert darüber, die Ja, waren es hat die wirklich getriggert. nicht, die waren nicht zufrieden damit, haben die einfach den Fokus aufs eigene Spiel verloren und haben sich gesagt, die Entscheidungen des Schiedsrichters, die sind jetzt für uns wichtiger und stehen im Fokus im Vergleich zu, lassen wir unser Spiel machen. Und dann ist natürlich so eine Mannschaft wie Österreich, die auch dann wusste, das auszunutzen, dass der Schiedsrichter so ein bisschen, ich sag mal, für sie gepfiffen hat, in Anführungszeichen, ganz große Anführungszeichen. Die wussten das genau auszunutzen, wussten genau, bis an welche Grenze sie gehen dürfen. Und das hat die Italiener natürlich schon sehr gereizt, muss man sagen. Ja. Und ich glaube, das könnte so ein Wendepunkt gewesen sein in der zweiten Hälfte, wo die Italiener anfingen, so ein bisschen ins Schwimmen zu geraten. Aber am Ende haben sie es ja trotzdem geschafft in der Verlängerung, denn vielleicht willst du was zur Verlängerung sagen. Ja, das Spiel köppt nach der Verlängerung halt wieder. Die Italiener nehmen das Heft in die Hand. Boah, das hat sich gut angehört. Und ja, also also was mir aufgefallen ist, was sehr bemerkenswert war, mir ist mir aufgefallen und dann, ich weiß nicht mehr, ich lief das bei ZDF, glaube ich. Ich glaube, ich lief bei ZDF. Ja. Dann callt, ich weiß nicht, wer von den beiden das war, weil es mich gemerkt hat. Dann callt einfach genau das, was ich mir gerade gedacht habe, als ich Szenen gesehen habe. Spinazzola spielt so kranke Verlagerungsbälle, die erinnern an Boateng in seinen besten Zeiten. Also Leo sagte immer, ja, der Spinazzola spielt so gut, ne? Und der war halt an, also er hat die Vorlage für Chiesa gemacht zum 1-0. Der Ball war krasser Seitenwechsel halt. Und ich glaube, beim 3-0 hat er den Pass auch vorher gespielt, der es eingeleitet hat. Also an beiden Toren indirekt direkt beteiligt, Ja. was ich bemerkenswert finde. Also der war Ja, für mich Spinazzola damit der Matchwinner des Spiels. Ja, und was kann man zum einen sagen? Konrad Leimer, also wie er da an dem Typen vorbei, also an Chiesa vorbeifliegt. Die haben den in der Nacht, wir haben die dafür kritisiert, dass er nicht beim Mann stand. stimmt, Aber ich erinnere Chiesa macht mich. es auch einfach gut, wie er den Ball da nicht behauptet, sondern verarbeitet. Ja, interessant natürlich auch, dass bei Italien die beiden, also zwei der Wechselspieler treffen, also zwei der frischen Ja, Offensivkräfte stechen am das kann man Ende. auch noch bemerken, dass der Fode halt wieder, der glaube ich, hat der gar nicht gewechselt. Doch, er hat Schöpf gebracht für Baumgartner. An Das der war der einzige 89. Wechsel in Minute hat 90. er, Minuten. genau, aber er hat am Ende alle Wechsel ausgeschöpft nach in der Verlängerung, Ja, ne? musste er dann ja aber auch eigentlich. Ja, müssen tut er nichts, ne? Aber ich fand das jetzt gar nicht abwegig, dass er nicht gewechselt hat. Also ich habe mir auch irgendwann so ab der 75. gedacht, jetzt wechsel mal zwei ein oder so. Hätte auch bestimmt nicht geschadet, ne? Aber es lief ja für Österreich gut, muss man ehrlich aber sagen. Aber irgendwann so ab der 18. fing es immer so ein bisschen an zu schwimmen. Da dachte ich mir so, na jetzt bringen wir nochmal einen Defensiven rein und vielleicht nochmal so einen Mittelfeldspieler, der mal ein bisschen so abräumen kann oder so, ne? Weil das hätte es, glaube ich, nicht, das hätte jetzt nicht dem Spiel schlecht getan. Aber gut, egal. Die Leistung Österreichs war. Auch obwohl die Wechselpolitik von Foda vielleicht nicht die allerbeste war, war das trotzdem eine sehr, sehr ansehnliche Leistung, die sie abgerufen haben gegen halt Italien. Ne? Ja. Und sie beenden halt auch diese Rekordserie von Donnarumma, dieses Ohne-Gegentor-Serie da, denn sie treffen ja noch. Ja, Und war das ein finde ich sehr, sehr schönes Tor, ne? auch bemerkenswert. Guck mal, du liegst 2-0 hinten nach 105 Minuten. Ne? Da gibt es gewiss noch andere Vereine, die gerade gegen so einen großen Gegner wie Italien einfach sagen: Okay, wir liegen jetzt 2-0 hinten. Ist halt, jetzt haben wir mehr oder weniger verloren. Nee, aber Österreich hat wirklich nochmal alles probiert, hat wirklich noch sehr mutig mitgespielt. Und klar, Italien hat auch ein paar Konterszenen dadurch bekommen, die sie alle sehr, sehr schwach ausgespielt haben. Aber da muss man auch einfach mal anmerken, das hat Österreich wirklich richtig stark gemacht. Auch von der Moral her, ein sehr, sehr klasse Auftritt, den sie da geliefert haben. Ja, aber was
was ich auch noch bemerken will, da hat sich ein kleiner Italiener auch sehr drüber aufgeregt und ich finde auch zu Recht, dass man, dass, also der Kalajdzic, das war ja im Interview, sagt, dass die Italiener unverdient gewonnen hätten, was natürlich absoluter Bullshit ist, wenn man sieht, weil die Italiener waren in der ersten Halbzeit klar besser und auch in der Verlängerung waren sie in der, vor allem in der ersten Halbzeit deutlich besser und haben sich die zwei Tore auch erarbeitet. Also das ist absoluter Bullshit. Man muss die Leistung der Österreicher natürlich ganz klar anerkennen. Also sehr, sehr gute Leistungen in Italien, was bis dahin halt unantastbar gewesen war, sozusagen. Eine sehr gute Leistung gezeigt, aber unverdient war es jetzt nicht. Nee, eben, also das, da bin ich völlig bei dir. Und Gott, der war halt ein bisschen verärgert. Und ich glaube, der Schmerz sitzt auch tief bei den Österreichern, dass sie da eben ausgeschieden sind. Vor allem, sie waren ja nah dran, das muss man ihnen dann schon attestieren. Und ich habe mir eben notiert, für das Spiel trifft am besten zu, am Ende gewinnt hier individuelle Klasse gegen halt Leidenschaft und Oh Kampf. ja. Weil Leidenschaft und Kampf war bei Österreich zu 100% da in dem Spiel. Für mich auch das beste Österreich-Spiel bei dem großen Spiel, was ich hier gesehen habe. So viel habe ich auch noch nicht gesehen, aber das war halt So das viele Beste gab es auch bisher. noch nicht, ja. Und ich glaube, ganz Österreich darf sehr, sehr, sehr stolz auf diese Spieler sein, sehr stolz auf dieses Team sein, denn die haben wirklich ein Spiel abgeliefert, wo sie hätten auch am Ende echt für belohnt werden können. Hat am Ende nicht gelangt und vielleicht sind sie ja gegen den späteren Europameister da ausgeschieden. Und dann kann man vielleicht damit auch ganz gut leben, dass man das Möglich so ist gemacht hat, ne? es. Möglich ist es. Ja. Ja. Gibt es einen Widerspruch, wenn ich sage, wir gehen zum dritten Achtelfinale? Ne, da sage ich jetzt nichts gegen. Dann würde ich das Dann mal übernehmen. schreiten wir fort. Die Niederlande, ich wollte sagen, empfängt. Ne, Niederlande trifft um 18 Uhr in Budapest auf Tschechien. Und wir kommen zur ersten mordsdicken Überraschung in dieser EM. Tschechien bezwingt die Holländer mit 2:0 nach 90 Minuten. Ausschlaggebender Punkt, wahrscheinlich in der 55. Minute die rote Karte. Ohne Karte. Alles klar. Die rote Karte von Matthijs de Ligt, die die Tschechen ausnutzen, um dann in der 68. Minute durch den Werten Hollis nach Vorlage von Kalasch in Führung zu gehen mit 1:0 und den Deckel in der 80. Minute durch Schick nach Vorlage von besagten ersten Torschützen Hollis den Deckel drauf zu machen. Die Tschechen bezwingen damit eine Mannschaft, die auch in der Gruppe ziemlich unantastbar gewesen war. Ich glaube, beste Offensive auch. Und auch bis dahin, glaube ich, auch nur zwei Tore kassiert gehabt. Ja, Also durch die Ukraine, ja. bemerkenswerte Leistung der Tschechen. Ja. Nochmal die Österreicher getoppt, kann man sagen. Ja. Ja. Tschechien und Deutschland, Hand in Hand, Hanse Merkur. Die haben uns die rechte Turnierseite freigeräumt. Das ist Weltklasse. Wenn wir gegen England gewinnen, das war, die Bestens. Niederlande war das einzige andere Big Team. Also von den Nationen jetzt einfach mal her, ein Team, wo ich sagen würde, es sind Nationen, denen man den EM-Titel zutraut, dann war Holland das nach der Gruppenphase sowieso, aber auch schon vorher. Ja. Und die sind jetzt einfach raus. Und ehrlicherweise völlig verdient. Ja. Völlig verdient. Und das ist Also. das, was ich noch bemerkenswert finde. Wenn man jetzt sagen würde, die haben da jetzt 1-0 gewonnen und vielleicht auch 2-0 am Ende durch einen Konter oder so das Tor gemacht. Nein, Tschechien gewinnt dieses Spiel hochverdient. Ja, vor allem, wir haben ja die erste Halbzeit nicht gesehen, weil YTC war. Ich habe mir die Highlights angeguckt. Die Tschechen waren in der ersten Halbzeit sogar teilweise besser. Also, die Highlights waren, da war, glaube ich, eine holländische Chance und drei von Tschechien. Genau, in der ersten Halbzeit gab es halt auch gar nicht so viele so gute Ja. Chancen. Und jetzt pass mal auf, ich habe eine Statistik wieder rausgesucht. In der zweiten Halbzeit hat Holland irgendwie, glaube ich, bis zur 80. Minute nicht einen Schuss gehabt, nicht einen einzigen. Okay, das ist krass. Das Einzige, was ich halt gesehen habe, war diese Halbchance von Malen. Ja, nee, Also, nicht das diese war. Halbchance. Den muss der bitte War eine machen. Riesen. Ja, Also, aber es war am Ende eine Halbchance, weil er nichts draus gemacht ja, hat. weil es zählt auch nicht als Schuss, weil er einfach auf den Torwart, in den Torwart reingelaufen ist. Ja. Deswegen war es auch kein Abschluss. Aber also ich bitte dich jetzt mal, das habe ich mir auch notiert als einen der Punkte. Ich notiere mir ja selten Punkte zu konkreten Szenen. Aber was will Malen da machen? Was hat er denn da geplant gehabt? Also, Also, wie er sich da rausspielt, ist natürlich sehr stark, aber ja, was er dann daraus natürlich. macht, ist. Das ist Idas Bebou. Super eingeleitet und dann Stimmt, das sah Chanceverwertung. wirklich, wenn ich so drüber nachdenke, sieht das wirklich ein bisschen so aus. Chanceverwertung, Desaster. Das ist Mit wirklich, also, ne? seinem Pace so. Ja, also tut mir leid. Dortmunder Fans haben ja vor dem Spiel schon geschrieben, da endlich mal in der Startelf, der soll ja wahrscheinlich Sancho-Ersatz werden. Ja, wenn das ja euer Sancho-Ersatz wird, dann viel Spaß mit dem. Also wenn er solche Dinger vergibt, dann geh nach Dortmund und vergib 10 von den Dingern, dann wird es schon vom Hof gejagt. Viel Spaß damit. Nee, weil den muss er machen. Also der macht alles falsch, was er falsch machen kann. Der macht bis zum
möglichen Absatz alles richtig und dann alles falsch und dann macht er alles kaputt und naja, gut. Ja, Die und Vergebnis macht halt. er das, dann läuft das Spiel auch anders so. Ja, und dann gibt es die rote Karte gegen Matthijs de Ligt, muss man auch dazu sagen, gegen den holländischen Abwehrchef. Das ist Ja. natürlich schon ein bisschen kurios, wie diese rote Karte entsteht. Der Ball kommt und es gibt so ein bisschen, ich glaube, Zweikampf mit Schick war das, ne? Nee, gar Und. nicht. Er wurde gar nicht bedrängt zunächst. Er ist so ein paar Schritte zurückgegangen, Ja. um den Ball irgendwie anzunehmen. Und dann bedrängt ihn Schick und er kommt Ja. völlig außer Fassung und stolpert. Genau, und beim Stolpern Ja. spielt er aber den Ball absichtlich mit der Hand, was man auch relativ klar erkennen konnte in dem Video dann eben. Und da er halt der letzte Mann war und Schick ansonsten wahrscheinlich durch gewesen wäre und dass der Einsatz von Schick auch jetzt kein Foul war, sondern halt einfach nur ein bisschen halt Zweikampfführung, ne? Gibt es erst Gelb und dann Videobeweis und Rot gegen De Ligt. Und ich finde, völlig in Ordnung. Ja, das war absolut dumm und das Spiel geht durch diesen eigenverschuldeten Fehler von De Ligt sozusagen verloren. Vielleicht sollte der Herr De Ligt sich nochmal mit dem Herrn Leroy Sané treffen und dann besprechen, wie man sowas richtig macht. Ich möchte De Ligt ein bisschen in Schutz nehmen dafür. Und zwar möchte ich sagen, er ist noch relativ jung. Ja, 21, Klar, ne? spielt er schon Absurd. eine sehr, der ist genauso alt wie ich. Das ist absurd. Das sag ich ja. Der hatte schon ein Team of the Year in FIFA, ich noch nicht. Wann kommt Ja, nee, du meiner? noch nicht. Das ist die Das wird, Frage. glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ja, der kommt mit 55 Pace. Nee, aber die Sache ist die, das würde ich gerade nochmal sagen, der trifft da halt eine Entscheidung in Bruchteil einer Sekunde. Das ist halt eine saudumme Entscheidung gewesen, ne? Und Ja. darüber denkt er aber in der Situation gar nicht nach. Und ich glaube, als er die rote Karte kriegt und er das dann nochmal sieht, er weiß auch selber, das war jetzt gerade nicht das Schlauste, was ich machen konnte. Hat er Und auch gesagt, ne? ja, Also, das ist und umso sowas. ärgerlicher, dass sie dann natürlich wegen so einer Situation mehr oder weniger auch ausscheiden. Das kommt dann alles zusammen irgendwo und ich hoffe nur, er steckt das halt gut weg, weil er ist unbestritten ein großartiger Fußballer und ein großartiger Verteidiger. Das war jetzt halt eine sehr dumme Aktion und das ist am Ende auch schade für die Niederlande, dass sie da eben rausgehen dadurch. Aber gut, ich sag dir halt auch, wie es ist. Die haben danach, nach der roten Karte, auch trotzdem halt nicht viel gemacht. Und du musst ja überlegen, die haben, glaube ich, in der, jetzt habe ich gerade offen hier, wann haben sie die rote Karte genau bekommen? Die kriegen die rote Karte in der, ja gut, 55. Minute. Aber selbst von der, halt in der zweiten Halbzeit zu Beginn, war ja außer dieses Malen-Ding nicht viel los halt, ne? Und Nee. also ich fand schon, Niederlande war schon irgendwie erstaunlich blass dann auch gegen Tschechien. Auch nach der roten Karte und auch nach dem 0-1, so richtig zu Chancen sind die ja trotzdem nicht gekommen. Ne? Nee, Und nicht zwingend genug. Tschechien hat das halt eiskalt ausgenutzt. Also das war halt ja wirklich genial, wie sie es dann gemacht haben. Ja. Also das 1-0 war ja durch den Standard. Ja, gut, okay, ne? Und das Verteidigen der Holländer ist ja auch ein bisschen zu wünschen übrig geblieben. Es stehen am Ende vier Holländer auf der Linie und keiner kriegt den Ball irgendwie Ja, weg. nee, aber das ist so gut. Also ganz ehrlich, solche Standards sind so eine 10 von 10. Das hat Hoffenheim auch eine ganze Zeit lange mal gemacht, deswegen stand das schon oft gesehen. Die sind so gefährlich. Ein Ball auf dem zweiten Pfosten oder halt eben mehr oder weniger im Rückraum, der dann von einem Spieler per Kopf nochmal gefährlich vor das Tor wird, ist so gefährlich, weil der Torwart sich zu dem Spieler am zweiten Pfosten orientieren muss, sich darauf konzentriert, auch die Defensive konzentriert sich natürlich immer erstmal darauf, und dann aber dafür der Raum und der Platz geschaffen wird für den Spieler, der den Ball abnehmen kann, wenn er scharf vor das Tor wird. Und das war wirklich, fand ich, exzellent ausgeführte Standardsituation, muss ich zugeben. Also muss ich einfach mal zugeben, das war für mich Ja, super. die haben kaum Chance zu verteidigen, ist richtig. Genau. Also deswegen für mich auch in Ordnung. Und dann müssen wir natürlich beim zweiten Mal darüber reden, was für ein gutes Turnier spielt eigentlich Patrick Schick. Also das ist ja, ne? Boah, ist ganz nett, würde ich mal behaupten, ne? Ja, spielt der nächste noch in Leverkusen? Ja. Sicher? Ja, der hat ja bei der überzeugt jetzt hier bei einem Turnier. Bei Leverkusen hat er es ja nicht wirklich so getan. Ja, und Da das war muss der ja auch nicht ganz lange heißen. Zeit verletzt. Sicher, dass er noch bei Leverkusen spielt? Ja, natürlich. Also, Safe Call von Ornstadt, Patrick Schick Leverkusen nächste Saison. Das ist Ich wüsste nicht, interessant. wo das. Es sei denn, da Nein. kommt irgendein Patrick englischer Schick Club ums wird nicht Eck. bei Leverkusen spielen in der kommenden Saison. Nein. Wo Kann soll ich er mir nicht dann vorstellen. spielen? Ich gebe da keine Prognose ab, wo er genau spielen wird, aber er wird Ja, nicht bei nee, das würde Leverkusen ich jetzt spielen. schon gerne hören. Also, ich Er wüsste jetzt wird. nicht, welcher Nein, er Verein da wird kommt nicht. und sagt: Moin. Pass auf, es gibt Gib genug mal. größere Vereine, die einen Stürmer suchen. Und die Stürmer suchen. Und. Ja, aber ist das. Der ist doch keiner für ein Top-Team. Der Na, hat ja. warte ab. Also auch bei Leipzig hat er nicht so krank jetzt, so weißt du. Also ich will Aber ihn was ist nicht denn zum kaufen. Beispiel? Aber was ist Ich denn sehe zum Beispiel? Basel. Pass mal auf, was ist denn zum Beispiel?
wenn Tottenham Harry Kane abgeben sollte nach Und du halt Patrick City? Schick als Ersatz? Ja, Niemals, ist überzogen genug. hundertprozentig. Niemals. Ja, Niemals nein, überzogen. natürlich ist er nicht gut genug für ihn. Natürlich hat er bei der Mannschaft bei Leverkusen es nie gezeigt. Aber so denkt Tottenham nicht. Das sind Cloud-Vereine, englische Ja, Tottenham ist Inselaffen. ein Die Cloud-Verein. sehen, Das oh mein stimmt Gott, natürlich. four goals in European Championship, one of the best players in the tournament. Oh, what the fuck, he's a great player. Let's buy him for 50 million, mate. Wow, very nice. So, Ja, okay. das ist halt die Ja, aber Mentalität von sowas so englischen machen ja nur Clubs. Engländer. Also da muss schon Na ein gut, englischer Verein kommen. wer Das weiß. hätte ich ja direkt mitsagen können. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Es sei denn, es kommt ein englischer Verein. Dann ist alles möglich. Aber sonst niemals. Ich fand meine Beschreibung des Tottenham-Sportdirektors gerade Weltklasse. Also das war Ja, ich ja. auch. Also sie suchen erstmal den Trainer, Jan. Ne? Also selbst das haben sie noch nicht Den finden hingekriegt. sie, den finden sie. Ich sag's schon, Trainer habe ich auch schon gefunden für die. Trainer Vielleicht für wird Harry Kane Tottenham. auch Trainer da. Nein, Spielertrainer. Trainer für Tottenham ist ganz, ganz wichtig. Alfred Alfred Schreuder. Schreuder. Ja. Ja. Masterclass. Um Gottes Willen. Was ist das andere Viertelfinale, was feststeht? Dänemark gegen Tschechien, ne? Ja, auch ein ja, unser Halbfinalgegner. Möglicherweise, ja. Ich muss gerade hier einstellen, weil das erste Spiel vorbei war. 1-0 für Italien übrigens im ersten Spiel in der Simulation. Oh, dann sind wir jetzt ja ungefähr bei einer halben Stunde oder so. Ja, ungefähr. Sind gut dabei, muss man Ich sagen. habe Das stimmt keinen schon. Timer gestellt, das ist ein bisschen doof. Ist ja nicht so schlimm. Nee, aber gibt es zum Spiel der Tschechen noch irgendwas zu sagen? Außer, dass sie das, also dass Patrick Schick nicht bei Leverkusen spielen wird kommende Saison und Tschechien das verdient gewonnen hat. Der Denzel Dumfries ist raus. Der wird auch nicht bei PSV spielen kommende Saison. Das glaube ich übrigens auch nicht, weil das ist auch so eine Position, die gesucht ist im europäischen Markt. So ein Bayern München. offensiver Come to FC Bayern Rechtsverteidiger. München. Das ist Ja, einer, der könnte hab nach ich auch schon Bayern gehen. gelesen, dass das ein Ja, Gerücht ist. das ist Bei nicht Bayern hat er abwegig, eh keinen meines Erachtens. richtigen Rechtsverteidiger. Und der ist, glaube Also, ich, irgendwie nur Pavard, 15 nee. Millionen teuer oder so, weil er irgendeine Ausstiegsklausel festgeschrieben hat, was für den ja ein Spottpreis auch ist normalerweise, wenn man mal so seine Leistungen beurteilt bei der EM. Da kann man schon, glaube ich, an Bayern mal drüber reden und sagen, wenn man für die oder seine 50 Millionen locker macht, kann man für Denzel Dumfries auch mal 15 locker Ich machen finde, vielleicht. er wäre bei Arsenal viel besser aufgehoben, wenn man Bellerin verkauft, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Gut, aber bei Arsenal spielt ja keinen europäischen Wettbewerb, ne, Ja, aber bei der wird ja dieses Jahr Meister, weil keine ja. Doppelbelastung und Ja, ja, Leistung ja. und so und Ja, deswegen, natürlich. ne? Also musst du auch Also bedenken. bei der TSG Hoffenheim wird er auch Meister, da gibt es auch keine Ja, aber da spielt Dreifachbelastung, er ja ne? nicht Stamm hinten rechts, da ist ja besetzt. Stimmt, da ist ja hier, das ist übrigens eine So. Frechheit. Und dafür geht der nach links, ne? Pavel Kadaschrabek hat ja tatsächlich Linksverteidiger gespielt für Tschechien, positionsfremd und wurde von Kicker als schlechtester tschechischer Spieler bewertet mit der Kickernote 4. Wo leben die denn? Ja, der hat auch eine Chance in Denzel Dumfries vergeben, ne? Muss man auch Also, mal aber sagen. pass mal auf, was ich meine, ich habe das nicht mit der Hoffenheim-Brille gesehen, aber was ich Ja, bemerkenswert fand, öfters. was für Bälle Pavel Kadaschrabek in der 85., 88. Minute spielt, wirklich haargenau über 30, 40, 45 Meter, ein halbhoher Ball, genau vorne auf Schick, auf den Mann, der vorne steht, der den Ball festmacht, das ist super gewesen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass er sich Note 4 verdient hat für das Spiel. Ja, Um ich würde Himmels gern Willen, was dagegen Kicker! sagen, aber kann ich nicht, weil ich das nicht bewerten kann. Ich habe das nicht gesehen. Siehst du? Also bleibt jetzt einfach stehen und alle denken, Pavel Kadaschrabek ist ein guter Spieler. Ja, ich sag dazu nur, man sollte nicht immer alles glauben, was gesagt wird. Interessant. Gut, dann letztes Achtelfinale. Zumindest von denen, die wir heute besprechen. Ja, das letzte Achtelfinale von 21 Uhr sind wieder, aber das gehört ja dir. Du kannst ja mal sagen, was da so Spannendes passiert Da ist, ist, also was das für ist Tore ja, gefallen das ist sind. ja das Top-Achtelfinale von den Namen her. Da spielt Und nämlich das. Belgien gegen Portugal. Und es geht am Ende aus. Überraschung, Überraschung. 1 zu 0 für Belgien. Ein absolutes Mann, Topspiel. unglaublich. Und zwar das Tor fällt durch Thorgan Hazard auf Vorlage von Thomas Meunier. Thomas Meunier. In welcher Halbzeit war das? In der ersten Halbzeit war es noch, richtig? Der Ja, das in der ersten. 42. war das, glaube ich. Genau. Und das Spiel war eine sehr, sehr gute Einstaffelfirma. Eine sehr, Das sehr gute. beschreibt es richtig gut. Ich Ja, habe, kleine Statistik, ja. bevor wir loslegen, den XG-Wert mal rausgefunden von beiden Vereinen, also von beiden Okay, Teams in dem das Spiel. interessiert mich jetzt auch. Belgien 0,23. Masterclass. Portugal 1,56. Ja, Also, dazu habe ich mir was aufgeschrieben. das sagt aber Das schon viel aus über Spiel. das Spiel. Wirklich viele große Chancen gab es nicht. Das Spiel endet mit 6 zu 23 Schüssen für Portugal. Belgien dabei einen einzigen Torschuss von Thorgan Hazard, der zum 1 zu 0 führt. Übrigens ein sehr sehenswerter
Flatterschuss. Muss man anerkennen. Ich möchte aber sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei dieser Europameisterschaft ist es so, die Spieler, die von den Namen eine Menge hergeben, England, Kroatien, Schottland gegen England, Frankreich gegen Deutschland, Belgien, Portugal, die erfüllen irgendwie die Erwartungen nicht so. Die sind so, die bleiben immer dahinter zurück, habe ich das Gefühl. Also wenn die Namen groß sind, das Spiel groß ist, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Also Portugal, Deutschland ist natürlich auch von den Namen groß gewesen und war natürlich ein super Spiel, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn so richtig große Duelle anstehen und man darauf gehypt wird, ich habe wirklich, das kann ein geiles Spiel werden, Lukaku gegen Ronaldo auch gewissermaßen das Duell, aber ey, also das war kein geisteskrank geniales Spiel. Nee, das hat sich eigentlich erst, es wurde erst interessant, als die zweite Halbzeit angefangen hat und die Portugiesen halt mussten, aber halt auch irgendwie nicht konnten. Ja. Ja, du hast halt in der ersten Halbzeit so krass gemerkt, wie vorsichtig beide Teams auch waren, ne? Ja. Ich hab nur diesen Freistoß von Ronaldo im Kopf, den Courtois halt hält. Stimmt, ja. Und nachdem De Bruyne in der zweiten Halbzeit ausgewechselt wird, na gut, daran wird es nicht gelegen haben, aber zieht sich die Belgier halt komplett zurück und kriegen auch nichts mehr hin. Und ja. Die Portugiesen spielen halt. Dann hat Guerreiro so einen Pfostenschuss, das war die allergefährlichste Chance der Portugiesen. Es gab noch irgendwas anderes, aber das fällt mir gerade nicht wieder ein. Irgendwas, eine große Chance hatten die auch noch. Naja. Ein Kopfball, glaube ich. Und kann sein. Das Spannendste an diesem Spiel ist eigentlich im Vorbericht gewesen, dass die Nacktkatze von Cristiano Ronaldo Pepe heißt, weil die ist halt eine Nacktkatze ist und Pepe eine Glatze hat. So. Das ist etwas, was mir bei dem Spiel hängen geblieben ist. Das ist hängen geblieben, das ist schon mal wichtig. Wenn du was hängen bleibst, dann wissen wir. Nee, aber natürlich war der Schuss von Hazard richtig Weltklasse, hast du ja auch schon gesagt, ne? Thomas Meunier gibt ja nicht nur die Vorlage für das Tor, sondern entdeckt plötzlich auch einmal seine Schussqualitäten. Und, ach so, dem Außenriss, und knüppelt da einen Ball mit dem Außenriss aus 22, 23 Metern Richtung Kiste von Rui Patricio. Und das war kein schlechter Schuss. Also, ne? Ich fand es etwas komisch, dass sich Romelu Lukaku über den Schuss beschwerte. Das fand ich so ein bisschen so, da wo ich dachte, so, na, Lukaku ist doch nichts passiert und war doch ein guter Versuch, sage ich jetzt mal. Und ich habe mir dann überlegt, weil ihr vielleicht auch der ein oder andere schon mal zuhört, der dann auch ein bisschen Bundesliga verfolgt und auch ein bisschen Dortmund verfolgt, habe ich mir gedacht, ich werde jetzt folgenden Hot-Take hier heute raushauen. Oh Gott. Thomas Meunier wird in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund mindestens in 30 Pflichtspielen in der Startelf stehen. Mindestens in 30 Spielen. Und das ist schon eine gehörige Zahl. Also wenn man sich überlegt, ich könnte mal kurz gucken, in wie viel Spielen Thomas Meunier diese Saison bei Dortmund in der Startelf stand in der Bundesliga, wenn das kannst du mir irgendwas anderes so hättest erzählen. Nicht so oft. Ah, so ein Tipp, also so eine Vermutung? 21 Mal Startelf, sagst du? Ist nicht richtig. Nee, das ist glaube ich nicht richtig. Das ist hier, der hat 21 Mal in der Bundesliga an sich gespielt. Ja, das war safe 21 Mal Startelf, ich wusste es doch. Und das war einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Mal Startelf. Naja, gut, du warst gar nicht so weit weg halt, ne? 18 Mal? 18 Mal Startelf, ja. Okay. Halt am Anfang der Saison viel, ne? Und auch noch am Ende der Hinrunde. Bei Dortmund. Morey, der hat sich ja dann verletzt und dann Piszczek am Ende der Saison ja ganz viel. Oh ja, und Morey wird auch noch länger ausfallen. Also nicht abwegig, dass die auf rechts was machen. Ja, Dumfries. Der wird. Ja, ist das. Obwohl, weißt du, was. Also ich bleibe dabei. Leider bei Dortmund spielen wird, ne? Der wird, Wolfgang Schneider abzulegen, der wird 30 plus Pflichtspiele in der Startelf bei Dortmund. Das ist mein Hot Take. Ich glaube, der könnte. Ja, abwegig, da gibt es ja jetzt halt auch keinen anderen. Und ich glaube, der hat Potenzial, jetzt wird's ganz wild, nächste Saison der beste Rechtsverteidiger der Bundesliga zu sein. Ja, ist auch schwer, wenn Theodor Gewisslas nicht mit der Bundesliga spielt. Ja, der, ne? Ich habe so das Gefühl, dass der jetzt aber wenn eine Saison. Zu Bayern wechselt, schwierig. Dass er so eine Saison Anlaufzeit braucht und dass er halt so ein bisschen in die Puschen kommen muss, dass diese EM nochmal für ihn so ein Brustlöser sein kann. Der neue Trainer kann auch nochmal was bewirken. Und ich glaube vielleicht wirklich, dass der jetzt halt in der kommenden Saison richtig nochmal bei Dortmund auch zünden kann. Weil der ist ja kein schlechter Fußballer, um Gottes Willen. Ne? Das ist
stimmt. Bisschen grobmotorisch, würde ich mal sagen, aber sonst. Ja, ne? Das stimmt schon. Ne? Aber interessant ist bei dem ja auch, dass Dortmund den ja ablösefrei bekommen hat. Ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, weil er halt zu schlecht für PSG war. Der Arme. Naja, hast du noch was zu dem Spiel Belgien gegen Portugal, mein Lieber? Nee, gar nichts. War nicht so, Ich es bin war sehr tatsächlich, ich bin spektakulär. tatsächlich auch ehrlich, ich habe mir da auch nur einen Punkt aufgeschrieben und den Rest Zwei. jetzt aus dem FF halt gemacht, so ein bisschen, weil ich da Sehr irgendwie nicht gut, mehr die ja. Motivation hatte, was aufzuschreiben. Ja, das stimmt nicht, ich war hochmotiviert, aber mir ist einfach nichts Besseres mehr eingefallen. Ja, nee, das Einzige, was hier bei mir stand, war von den Namen her ein Granatenduell und dann habe ich es gelassen. Dann war ich enttäuscht, als ich im Spiel nachgedacht habe. Nee, aber Ja. dann würde ich sagen, sind wir mit den Achtelfinals ja durch. Also mit Die dem beiden Erstteil. Viertelfinals, die jetzt feststehen, sind Dänemark gegen Tschechien auf unserer Unserer Turnierseite Turnierseite. und Italien gegen Belgien. Belgien. Wer geht denn weiter bei Italien gegen Belgien? Das ist so schwer, ne? Belgien war halt wirklich nicht gut gegen Portugal. Nee, eben. Aber Italien auch nicht. Nee, eben. Also, ich habe ja Belgien ins Halbfinale getippt, deswegen muss ich jetzt auch mit Belgien gehen. Okay. Und ich sag's jetzt, Sorry, Leo. und das habe ich auch geschrieben nach dem Italien-Spiel. Italien, Deutschland, Finale. Die Italiener sind durch dieses Spiel gegen Österreich noch viel gefährlicher geworden, als sie davor sowieso schon waren. Weil sie jetzt zum ersten Mal so ein richtig knappes Spiel hatten, wo auch einiges gegen sie lief, Schiedsrichterentscheidung, die haben sich geärgert darüber und es lief halt nicht so rund irgendwie alles bei denen, die haben auch nicht so richtig, dann der Torwart noch Riesenparaden rausgehauen, die Krake von Bachmann und irgendwie lief so ein bisschen alles gegen die, man dachte so ein bisschen so, das können sie gar nicht gewinnen, das Spiel, und man dachte so, jetzt hat Österreich das Momentum auf seiner Seite, dann haben sie ein bisschen Glück mit den zwei Entscheidungen, Abseits und Abseits, und so ein Spiel in der Verlängerung dann zu gewinnen. Erinnere dich mal an Deutschland gegen Algerien bei der WM 2014. Ah, Ich Manuel sag das, Neuer. nee, ich sag das nur. Ich sag das nur nochmal, da haben wir auch 2-1 gegen Algerien in der Verlängerung gewonnen, damals auch Achtelfinale war das, Sind wir war dann aber nicht nur auch. 1-0 gegen Frankreich weitergekommen? Ja, okay, aber das war auch Frankreich, ne? Also, ich glaube, Italien wird Belgien schlagen und das dann vielleicht auch zu Recht. Das werden wir dann ja sehen. Ich hoffe auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und ich habe die ganz starke Vermutung, Italien wird es mindestens bis ins Finale schaffen. Mindestens ins Finale. Ja. Ja? Das sagt ja, dass sie auch mindestens Ja. Frankreich Ja? oder halt die Schweiz oder Ja, ja, schlagen. ja, 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 ja. Ja, machen die. Okay. Nee, weil das auch nochmal so für die. Und oh mein Gott, darauf sind wir nicht eingegangen. Das wollte ich unbedingt ansprechen. Ich habe mir den Punkt nicht aufgeschrieben. Was Die ich Zeit. so. Na, die Zeit ist alles im Rahmen. Was ich so geil finde, hast du was mitbekommen mit dem Trainer, mit dem Einsetzen der gesamten Mannschaft? Ja, der arme Meret. Wann spielt der eigentlich? Der wird eingewechselt. Und der wird, und ich sage dir, den Wann wechselt denn? der, pass auf, ich sage dir, den wechselt der sogar ein, wenn es gegen Belgien nach 85 Minuten 0-2 steht oder so. Dann wechselt er den ein. Der würde den, glaube ich, trotzdem einwechseln. Weil die Geschichte ist ja wohl Weltklasse. Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Also um es zu erklären, der Trainer, wie heißt der eigentlich genau, Mancini oder so? Ja, Mancini. Mancini war bei der EM oder WM 90. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gemerkt. Auf jeden Fall bei irgendeinem großen Turnier in den 90ern dabei und war der einzige Spieler im italienischen Kader, der nicht eingesetzt wurde. Ich meine, wie bitter, also das muss ja Viele so bitter sein, ne? Torhüter. Bitte? Wie viele Torhüter haben die eingesetzt? Ja, scheinbar viele, aber es muss ja, also du musst dir jetzt mal vorstellen, du reist mit zu einem Turnier und wirklich jeder kriegt Spielzeit vom Trainer oder wird zumindest mal eingewechselt, was ja auch ein besonderer Moment ist für einen Spieler, bei so einem großen Turnier spielen zu dürfen. Und er ist der Einzige, der nicht einmal eingewechselt wird. Und deswegen hat er sich gesagt, das tue ich keinem Spieler mehr an. Ich will probieren, alle Spieler einzusetzen. Das ist so eine tolle Geschichte und ich finde das so toll. Dieser Gedanke dahinter, dieser Team Spirit, dass ich sage, okay, ich will, dass kein Spieler mit einem schlechten Gefühl noch sitzt und jeder das Gefühl hat, ich gehöre zu 100%ig zu diesem Team dazu. Und da bin ich ehrlich zu dir, Scheiße, Italien ist brandgefährlich. Die haben alles und können verdammt nochmal Europameister werden, was ich nicht will. Willst es nicht? Nee, ich will, dass Deutschland Europameister wird, ist ja wohl klar. Ja, es kann tatsächlich 90 gewesen sein. Ich habe geguckt, wann der aktiv gespielt hat. Ja, es war irgendwas in den 90ern, habe ich ja gesagt, das wird schon stimmen. Ja, und ich habe auch kurz gedacht, vielleicht war der Torwart, was ziemlich unrealistisch gewesen wäre, aber nein, er war
ein offensiver Mittelfeldspieler, beziehungsweise So. eine Hängespitze. So. Wir wollen uns fast verabschieden. Henk glaubt, Italien kommt weiter. So, das muss ich nur kurz loswerden. Warte, das hast du ihn gefragt gerade? Ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen, habe kurz drauf geguckt und habe ich ihm gesagt, wir nehmen gerade Podcast auf, was glaubst du, wer kommt weiter? Ja, Italien. Letzter Punkt. Last Point, Dein du Tipp wolltest. für Achso. England gegen Deutschland. Nee, das hast du aber, du hast Tschechien gegen Ding. Ah, das kann man. Tschechien, Dänemark hat es völlig ignoriert, aber Ja, mein da kommt Tipp: Dänemark England gegen natürlich weiter. Deutschland. Ja, okay. Ja. Ja, also ich will natürlich, dass Deutschland weiterkommt, deswegen bin ich auch für Deutschland. Deutschland macht das auch. Ergebnistipp auch? Das muss ich auch Geht's machen. über mehr als 90 Minuten? Frage ich einfach mal so. Oh, das ist schwierig. Ja, ich glaube. Ja, scheiße. Ich hoffe nicht. Und wir klären das so. So 2-0, 3-1, so. Wir klären das auf jeden Fall mit 2 Toren Vorsprung, hoffe ich jedenfalls. So eine Andere Hoffnung. Frage? Tippen tue ich es nicht, aber ich hoffe es. Andere Frage? Jadon Sancho in der Startelf? Nee. Mason Jamal Mount Musiala wird in der nicht von Startelf? Anfang an. Nee, hoffentlich nicht. Glaube ich auch nicht. Also du gehst da schon sehr konservativ ran. Ja, Sané wird halt wieder raus und Müller kommt wieder rein. Ah ja, und Goretzka Und rein für Gündogan? Ja, ne? Goretzka für Gündogan wahrscheinlich, und das war's dann. Und Auch weil mit Gündogan sei er auch angeschlagen mit der Begründung. also ich nehme den Hottake wieder mit. Ich habe ja heute einige Hottakes gesagt. Du sagst ja, weil Musiala startet, dann kannst du den Hottake direkt in der Tonne treten. Nein, den nehme ich nicht. Jadon Sancho wird in der Startelf stehen. Okay, ja gut, ob das jetzt so ein Hottake ist, aber dahingestellt, Das ist aber. für mich, der hat bisher 10 Minuten Spielzeit bekommen bei dem Turnier. Ja, Bukayo Saka stand auch im dritten Spiel auf einmal in der Startelf, obwohl er vorher nicht mal im Kader war. Und jetzt? So, bei dem Typen ist alles möglich. Das Duell der schlechtesten Trainer. Aber nee, also eigentlich muss das Spiel ins Elfmeterschießen gehen, weil Southgate mal bei einer EM den entscheidenden Elfer gegen Deutschland verschossen hat. Ja. Das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Das höre ich zum ersten Mal. Nee, aber das ist wirklich witzig. Also anhand dieser Geschichte wäre ein Elfmeterschießen schon irgendwo cool. Aber als Fan brauche ich es nervlich gesehen natürlich nicht, außer wir gewinnen. Dann ist es cool. Ja. Nee, wie gesagt, Übrigens, die KI in FIFA Italien-Deutschland-Finale. ist so schlecht beim Elfmeterschießen. Das Elfmeterschießen zwischen Tschechien Ja, und ist absurd. Dänemark ist gerade 2 zu 0 für Tschechien ausgegangen bei 8 Schüssen. Also, naja, interessant auf jeden Fall. Gut, und damit ist es das gewesen, sportlich von meiner Seite. Von meiner auch. Sehr empfehlenswert kann ich jetzt nochmal am Ende des Podcasts sagen, natürlich am Ende. Schaut euch nochmal das Rennen an aus Brasilien, aus der F1, denn vor allem am Anfang, dass der Oliver Fendal, der Kommentator von Sky, uns dort nochmal ein kleines Intro aufgenommen hat für das Saisonfinale, ist natürlich sehr, sehr cool gewesen. Und das ist sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Relativ episch geschnitten Ja. und das ist schon sehr nice. Und die WM-Entscheidung war natürlich auch gewissermaßen sehr spannend. Von daher eine Empfehlung meinerseits und unsererseits. Und dann würde ich sagen, von meiner Seite war es das. Lukas, du darfst den Podcast schließen. Ohrenschleit schließt ab. Katsching. Katsching. Tschüss. Wiedersehen.